Und damit wieder ein herzliches Willkommen zurück zu Daddeln mit Phönix. Ja, weiter geht's mit Bloodborne. Wir sind letztes Mal kurz vor dem neuen Gebiet stehen geblieben. Ich hoffe, dass meine Stimme jetzt ein bisschen lauter ist als in den vorigen Parts. Weil ich wurde darauf hingewiesen, dass sie nämlich ziemlich leise war und man sie kaum verstanden hat. Aber ich denke mal, das sollte jetzt besser werden. Ja, ich freue mich schon tierisch auf Freitag, wenn wir endlich mit One Piece anfangen. Das wird so geil, da freue ich mich schon seit Wochen wie ein kleines Kind drauf. So, genau. Hier muss man aufpassen. Hier sind nämlich sehr viele Typen mit Schussgewehren. Da sind sie auch schon. Und die machen nicht wenig Schaden. So, da ist der nächste. Hoffnungslos. Dann töten wir mal schnell den Wauwau. Die beiden Wauwaus. Diese unfaire Kombination aus Schusswaffen und ekligen schnellen Angriffshunden. Da ist der nächste Woche. Also das Gebiet hier ist jetzt nicht sonderlich schwer, aber es ist halt ein bisschen nervenaufreibend. Ich meine, die lassen auch nichts Sinnvolles fallen, nur Quecksilberkugeln. Ja gut, mehr ist hier nicht. Außer die drei noch. Reicht ja auch.
Ich muss mal kurz was überprüfen, weil ich glaube, ihr hört im Mikro, wie ich meine Tastatur anschlag. Mein Controller. Und das würde ich natürlich vermeiden, wenn es geht. So, mal gucken, ob es besser ist. Nee, es hört hier immer noch. Na egal. So, da sind auch schon die räudigen Hexen. Aber eine neue Lampe. Boom, Alter. Hier sind auch wirklich sehr unangenehm, die Teile. Brenn selber. Hier ist doch, genau, wollte ich gerade sagen, hier ist noch irgendeine, die Feuer hat. Wobei ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, die Endgegner in diesem Gebiet sind mehr als einfach. Zwillingsblutsteinschere, sehr schön. Da kommen wir übrigens noch nicht lang. Das wird nachher ein Shortcut, wenn wir weiter vorgedrungen sind. Aber ich weiß auch nicht mehr allzu viel über dieses Gebiet. Das ist ein bisschen doof gerade. Alter, ist sie ein bisschen schlecht? Gut, ich bin gleich da, Alter. Ach, hier gleich kommt so ein Fetter. Da ist er auch schon. Glänzende Münzen. Ich habe keine Ahnung, wofür die gut sind. Wenn das irgendjemand weiß, schreibt es mal in die Kommentare. Das wird nachher auch ein Shortcut. Da ist hier oben irgendwas drauf? Nee. Thank you.
Genau, und hier ist schon der erste Shortcut. Das ist da, wo wir vorhin rumgelaufen sind. Ist zwar nur ein kleinerer, aber immerhin erspart uns das ein paar Minuten. So, hier ist gleich auch noch eine Ecke. Steht selbst. Und hier ist noch ein fetter, genau, da ist er. Ja, wie unfair. Hallo. So, meine liebe Freundin. Dann kommen hier ein paar Hunde raus. Ich glaube, die kommen von oben. Genau. Irgendwo müsste ja noch ein Käfer sein, der diese komischen Steine bei sich hat. Ob sich das jetzt gelohnt hat, keine Ahnung. Aber das ist ja auch kein weiter Umweg. Warum wünschen mir alle Leute was Böses? Ich tue euch doch nichts. So. Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Hier bin ich auch damals sehr, sehr oft draufgegangen. Fragt mich heute nicht warum. So einfach kann das sein.
Schwitterli. Alte Pyromanen. Soll ich mal ein paar Mollys da fallen lassen können. Fast, du, fast. Die Viecher sind auch eklig. Ob ich die mit der Axt besser erledigt kriege als mit dem Gehstock, kann ich nicht sagen. So, sorry Leute, ich musste einen kurzen Cut setzen, weil meine Aufnahme musste ich beenden, damit ich eine neue starten kann. Aber wir fangen genau hier wieder an. Von daher habt ihr nichts verpasst. Nicht ganz so, wie ich es mir erwartet habe. Oder erhofft habe. Gut, ich gehe erstmal hier lang. Hier sind wieder ein paar Hunde am Start. Und da hinten lag, glaube ich, ein etwas wichtigeres Item. Ich hasse Hunde. Ja gut, das war jetzt etwas zurückgeschietet, aber der Weg ist das Ziel. So, noch ein Raubi mit Härchen. Achso, hier, das war ein Relikt, glaube ich, was ich hinten einsetzen kann. Genau.
Erhält physische Schadensreduktion. Kann ich noch nicht verwenden, okay. Bevor ich gegen den zweiten Axon kämpfe, mache ich hier erstmal den Shortcut auf. Ja, das finde ich stressen von meiner Axt. An diesem Ding kann man nachher eine Glocke läuten, dann kommt ein Reiter mit Kutsche und holt einen ab. Da wird man nachher zu einem weit entlegenen Schloss geführt. Und wieder mal einen optionalen Boss. Hier ist gar nichts, warum habe ich den getötet? Warum hat er mich fast getötet? Da kommen ein paar Hexen runter, die ich lieber erstmal nicht bekämpfen will, weil ich habe 33.000 Seelen. Und muss ja nicht sein, dass ich die wegschmeiße. Na toll. Ja, diese kleinen Pyromanten mit den scheiß Molotow-Cocktails. Drei Blutfiolen, damit schaffe ich den Gegner noch nie. Ich meine, besonders schwer ist er nicht, aber trotzdem. Und da unten ist er nämlich drin. Gut, ich gehe erstmal zurück. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee.
So, wir leveln jetzt ein bisschen auf, holen uns neues neue Blutfiolen, so rum. Und dann gucken wir mal, wie der Boss wird. Neun Level kann ich machen. Lebt wohl, möget ihr euer Heil. So, dann verwenden wir noch mal ein paar Kaltblutau. Waffe verstärken. So. Das ist jetzt nicht so viel, wie ich mir nicht erhofft hatte. Aber naja. Das ist natürlich auch geil. Heißt, ich brauche noch ein paar Blutfiolen. So, das sollte reichen. Achso, ja, und für alle, die es noch nicht wussten, hier kann man lang gehen und man findet im Spielverlauf besondere Hüte. Die kann man hier abgeben. Und dann findet man alle Geister, die man im Spiel wiederfindet, mit so einem Hut wieder. Ist eine nette kleine Dreingabe, finde ich. Aber nichts Ausschlaggebendes. Gut. Mal gucken, ob wir das schnell über die Bühne kriegen.
Bin zu langsam mit zwei Handwaffe. Ja, geht wesentlich schneller. So, um die kümmere ich mich jetzt mal nicht, weil die Kacke sind. Und um die hässlichen Viecher muss ich mich kümmern, weil die mich sonst verfolgen. So gehen die, glaube ich, einfacher. Gut, weiß man den Feuer nicht. Egal. So, hier setze ich einen kleinen Cut und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder.